Während der Zeit der Grundschule las ich viel in der Bibel, aber auch viele andere Dinge habe ich gelesen. Immer wichtiger wurde für mich das rationale Denken, also was sind Fakten, die man beweisen kann. Die Religion war, tue Recht, tue, was dich gut dünkt, ehre den Herrgott und ehre die Natur. Im kirchlichen Unterricht hatten wir dann mit Theologen zu tun. An der Universität nahmen sie die Bibel also eher als etwas, eine alte Schrift auf. Sie vertraten also eher humanistische und politische Anliegen und gaben mir für meine Fragen nicht wirklich befriedigende Antworten. Ich bin dann systematisch der Frage nachgegangen, wo widerspricht die Bibel der Naturwissenschaft oder der Physik? Und ich habe festgestellt, dass es zwar viele Widersprüche gibt zwischen der Bibel und gewissen Hypothesen, das sind Annahmen, von denen man ausgeht bei der Forschung und bei dem, was man gefunden hat. Und es gibt auch Widersprüche zwischen Interpretationen von Befunden und der Bibel. Aber ich habe keinen einzigen Widerspruch gefunden zwischen biblischen Aussagen und dem, was als Tatsache eben herausgefunden worden ist oder was vorlag. Wenn ich das verglich mit den Fachbüchern, den medizinischen Fachbüchern, die vor 100 Jahren geschrieben worden sind, dann wurde mir schon klar, dass die Bibel ein ganz außergewöhnliches Schrifterzeugnis war. So führte mich Gott trotz meinem intellektuellen Stolz schrittweise zur Überzeugung, dass ich der Bibel ganz vertrauen kann. Und ich vertraute dann auch in diesen Bereichen, die ich nicht überprüfen kann, und bin zur Überzeugung gekommen, und das ist in den letzten 50 Jahren, hat sich das nicht verändert, dass eben jedes Wort verlässlich ist.